Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 3. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Riley. Und wir sind im letzten Part zusammengezogen mit Sophia. Und außerdem haben wir unser Baby geboren, die kleine Ava. Und ich bin sehr gespannt, was das hier alles mit uns bringt. Wann hat die kleine Maus Geburtstag? In 3 Tagen. Ich denke, das könnte in diesem Part dann schon passieren. Wie will sie? Ich denke, schlafen gehen ist gut. Wenn der Hund Hunger hat, warum isst du nicht? Und du solltest vielleicht auch schlafen gehen. Weil wenn das Baby schläft, sollte man auch schlafen. Ewa, wieso bist du denn schon wach um 2:30? Aber immerhin geht es ja an sich ganz gut. Obwohl sie jetzt gleich Sozialbedürfnis braucht, dann kümmere dich vielleicht mal ganz kurz ums Kind. Damit es nicht gleich losheult und alle aufwachen. Wir könnten uns ja auch dann diese Babyschaukel holen. Weil ich hab die. Im hellsten Licht erstmal schlafen, oder? Das stelle ich mir auch ganz angenehm vor. Sophia ist wach. Vielleicht kann sie mal einmal aufräumen. Und dann kann sie sich was zu essen holen. So, und sie kann sich ja mal an das Teleskop wenden. Weil sie wünscht sich ja, das mal auszuprobieren. Das Herbstfest ist in der Stadt. Oh, wir haben diesen Teddy bekommen, ne? Yes, das erste Spielzeug von Ava. Süß. Aber alle sind gerade ziemlich happy. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe aber heute auch noch was vor. Aber bevor ich hier wieder raus tappe, speichere ich erstmal. Ich vertraue hier niemandem mehr. Wir können ja mit Sophia zusammen zum Central Park gehen, zum Herbstfest. Brauchen dann zwar einen Babysitter, aber das ist schon in Ordnung. Babysitter. Ist das schön mit einem eigenen Auto, oder? Oh, könnt ihr da zusammen rein? Nö, nur alleine. Schade. Noel! Hi! Star, wir grüßen. Das ist deine Freundin. Aber mal kennen die sich kaum. Hallo, ihr habt zusammen gewohnt. Oh, toll. Mann, ey. Jetzt wurde sie zum Geist. 3 Stunden. Wow, Noelle lässt einfach gar nicht mit sich reden. Wow, 510 Tantiemen. Das ist schon krass, oder? Oh, sie nimmt einfach am Wettessen teil. Have fun. Und Noelle nimmt auch teil. Super. Wer jetzt gewonnen hat. Sie war voll gut dabei eigentlich. Aber sie kann ganz normal mit ihr reden. Aber die sind auch besser befreundet, ne? Warum alte Freundin? Ach, sie ist wieder normal. So, macht mal ein Foto zusammen. Because I love the photos. Toll, jetzt muss sie erstmal kotzen. Super, schon wieder mitten auf der Straße, ey. Mann. Aber ich hatte ihr eigentlich was vor, Leute. Ich meine, es ist auch ein bisschen wild jetzt mit ihrer Schnute. Aber egal. So, und dann könnt ihr euch nochmal tief in die Augen blicken. Absolut unwiderstehlich. Jetzt müsste die Interaktion kommen können. Yes, Heiratsantrag machen. Yes. Because I really wanna do this. Beide wünschen sich ja auch zu heiraten und... Oh, süß. Ja. Oh mein Gott, wie happy sie ist. Süßies. Oh, I love you. Ich habe aber keinen Plan, wo ich heiraten soll mit denen. Das machen wir aber, denke ich, vielleicht im nächsten Part oder im übernächsten. Ich will auf jeden Fall sagen, dass ihr beide nach Hause geht, ihr süßen Mäuse. Dem Kind geht's richtig scheiße. Aber Holly Belinda, die kümmert sich wenigstens um den Hund. Süß. Zwar nicht dein Job, aber toll. Was ist hier denn passiert? So, dann gehst du auch duschen. Because stinky women are not sexy. Aber ich denke, ich hole jetzt diese Babyschaukel. Bin ich blind? Ist das nicht immer hier? Manchmal diese Kleinkindersachen, die habe ich ja hier. Hä, ich habe diese Schaukel doch auch. Okay, anscheinend habe ich die doch nicht, also zumindest nicht installiert, aber ich habe die definitiv. Vielleicht bin ich auch blind. Ich weiß nicht, wo die ist oder so. Ich habe die auf jeden Fall auch schon benutzt, also ich bin ja nicht dumm. Aber egal. Dann keine Babyschaukel. Hier, sie wollte doch einen Science-Fiction-Roman schreiben. Dann soll sie das doch mal tun. So, was, wenn ich alles ändern könnte? Why? Immer rufen alle Leute an hier. Süß. Sie wollen einen Junggesellenabschied feiern. Ja, dann machen wir das wohl jetzt, hä? Ich speichere mal kurz. Ich vertraue hier niemanden. Sie möchte auch so was feiern. Na, dann macht sie das lieber so. So, mehr Leute können wir eigentlich auch nicht einladen, oder? Also, ich will jetzt auch nicht so Randoms einladen. Und Männer gehören da ja auch eigentlich nicht zu. Für manche Sims ist das zu spät. Schade. Aber die haben gesagt, ich soll. Dann machen wir es nicht. Feiern wir halt doch keinen. Ah, egal. Mach doch einfach Haja, Hund. Nein, wir gehen jetzt nicht mehr ans Telefon. Ich finde zwar dieses mit den Junggesellenabschieden immer richtig cool, aber... Ah, nee, 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 nee. Wir können hier nicht Raoul sterben lassen. Habt ihr jetzt schon bald verreckt, Alter? Geht nicht. Ja, dann geh halt weg. Oh mein Gott. Alle sind gestresst gerade. So, die Fahrgemeinschaft für Riley kommt gleich. Und sie kann ja noch mal ein bisschen Gitarre spielen. Süßies.
Riley und Sophia. Alles klar, sie gamet erstmal nochmal. Ach nee, sie hat, glaube ich, sie muss noch nicht arbeiten, weil sie ja noch im Mutterschutz ist, oder? Dann schreibt dein Buch weiter. Rechnung kam. Aber das Buch kommt schon wieder gut an. So, sie hat mein Level erreicht, schön. Hier, sie möchte im Park Gitarre spielen, finde ich auch cool. 404 Urlaubsgeld ist schon echt geil, ne? Nix tun und dafür Geld kriegen. Ist gerade Happy Family auf jeden Fall. Läuft bei ihr. Ah, Level 6, nice. Sie möchte auf jeden Fall gerne was kaufen. So, auf geht's, Sophia. Also es ist ja nicht, dass sie jetzt hier nicht arbeiten will, nur weil sie Mutterschutz ist, ne? Weil ich meine Bücher schreiben. Ist definitiv auch eine Form von Arbeit. Raoul ist von uns gegangen? Oh mein Gott. I can't believe this. Ich möchte 5 Romane schreiben. Können wir Romy einladen? Ich meine, ich weiß nicht, ob sie kommen wird, weil sie ist ja auch ein bisschen verbuggt. Aber wenn es möglich ist, würde ich nochmal mit ihr sprechen. Also hier im Debug-Enabler geht es, dass man hier unsichtbare Sims reparieren kann. Ich meine, wir versuchen es mal. Hat anscheinend nicht geklappt. Ja, hätte ja klappen können, ne? Ach Mann, ist das blöd. Kannst du bitte klebrige Carbonara machen? Ja, es hätte besser laufen können, aber ich kann nicht mit ihr reden. Es ist halt einfach kacke. Sophia wurde befördert. Wie schön. So, kümmere dich noch ganz kurz ums Kind, dann kannst du schlafen gehen. Oh mein Gott, sie ist auch krass müde. Schlaf doch einfach. Ava hat Geburtstag. Wir können ja schon mal einen Kuchen kaufen. Aber ich will diesen Schokokuchen. So, und jetzt schlafen wir erstmal aus. Oder auch nicht ganz. Weil das Kind nochmal schreien muss. So. Dann ist es jetzt wohl auch Avas Geburtstag. Süß. So. Beide sind da. Happy Birthday und so. Sie so, ich habe gar keinen Bock. Juhu. So, der kleine Schatz liegt jetzt hier auf dem Boden. Sie so, ich nehme jetzt hier klebrige Carbonara. Nein, es gibt gleich Kuchen. Yay, die Tage sind vergangen wie im Flug und Ava ist jetzt ein Kleinkind. Sie ist blond. Und auch in diesem Spiel gehen wir natürlich in den Cast und gucken uns die kleine Maus an. Ich werde daraus wohl ein kleines Beat-Raffer-Zeug machen, aber wir machen da jetzt nichts Großes draus, weil in Sims 3 ist der Cast ein bisschen anstrengend auch. Trotzdem möchte ich, dass die kleine Maus gut aussieht. Sie ist ja mal so süß, ne? But she also deserves diese Sachen. Drin haben wir keinen Platz mehr dafür. Deswegen stellen wir das jetzt hier hin. 7 Tage ist sie ein Kleinkind. Aber sie ist voll der kleine Schatz, oder? Aber da die ganze Zeit rumheulen, dass dieses Bett hier so scheiße ist, ich würde die Farben und so wieder behalten, aber halt ein besseres Bett kaufen. 1A. Dann könnt ihr noch die Post holen. Aber diese Items sind richtig OP. Also wenn die da ein bisschen mit spielen, dann haben die ihre Fähigkeiten immer ganz schnell. Es geht sehr viel schneller, als wenn man halt denen das manuell beibringen muss. Vor allem, weil die Bedürfnisse nicht abfallen. Vielleicht ist es auch ein bisschen cheaty, aber es ist mir egal. Ah, das ist das Buch, was ich geschrieben habe. Ach, ihr habt beide eine Version von dem Bild bekommen. Süß. Und hier das Shampoo können wir noch hier hinstellen. Setz mal die Ava in die Gehhilfe. So, und du gehst nochmal zu den Nachbarn und durchwühlst nochmal den Mülleimer. Was ist ihre Mission denn? Wieso spielt sie denn mit dem Spielzeug? Und sie möchte ja gerne im Park spielen. Dann soll sie das doch einfach machen. Oh, es hat nicht geklappt. Anscheinend hat sie irgendwen... Irgendjemand hat sie dabei gesehen. Ja, dann rufen Babysitter an. Wir sind ja am Arbeiten, das ist wichtig. Hier wohnen überall keine Leute. Oh, der Greenhouse, waren wir da nicht schon mal? Ja, ne? Hier haben wir gewohnt. Ja, egal. Toll, jetzt hat sie auch noch Flöhe. Naja. So, jetzt hat sie mal eben laufen gelernt. So schnell geht's halt, ne? Sie möchte ein Xylophon kaufen. Und sie hat wichtige Dinge herausgefunden über jemanden. Wollen wir natürlich ans Licht bringen. Aber erstmal wird gebadet. Das kann ja auch eigentlich mit hier in den Raum, weil das soll ja später dann auch ihr Zimmer werden. Und weil hier ja so ein Etagenbett ist, würde ich vielleicht sogar noch ein Kind machen.
Aber nicht jetzt. Oh, sie mag es, dass sie allein ist. Und sie gönnt sich ein Schaumbad. Aber jetzt müssen wir doch eigentlich genug Platz haben, wenn wir das so weggeräumt haben, dass das hier hinstellen können. Aber es ist trotzdem sehr eng, ne? So, wenn wir erstmal den Schreibtisch hier reinstellen, ist doch okay. Da muss ich zumindest nicht in Regen hocken, Alter. Also so ganz Rabenmutter wollte ich jetzt auch nicht sein. Aber sie hat schon richtig Bock auf ihr Leben, so, ne? Süß. So, und sie kann eine Story über Amy Green verfassen. Die hasst uns eh schon. Warum kann sie da nicht hin? Da muss sie erstmal nochmal aus dem Raum gehen. Jetzt müsste es gehen. Jawohl. Immer wieder schön, wenn alle was zu tun haben. So, und die Kleine kann sprechen. Easy peasy. So, Kritik wurde verfasst. Was hat sie denn für ein Outfit an? So richtige Handwerker. Dabei ist sie doch Musikerin. So, und gute Nacht. Sie lag einfach die ganze Nacht wach, ne? Jetzt schläft sie wahrscheinlich den ganzen Tag über. Ach Mann. Sie möchte mit Leni Freundschaft fürs Leben schließen. Oh, ihr Süßen. So, sie schreibt jetzt noch einen Liebesroman. Und den fände ich süß, wenn sie den Sophia widmet. Sophia, mein Herz gehört dir. Und sie kann ja weiter Gitarre üben. Moment mal, sie kann auch eigentlich hier Gitarre spielen. Okay, sie schläft nicht den ganzen Tag, immerhin. Viel Spaß mit dem Xylophon. Die kleine Maus. In dieser Stadt wird davon geredet, dass Sophia Goertes aufgrund ihrer neuesten Errungenschaften höheres Ansehen genießt. Überall hört man den Namen von Sophia. Mach weiter so. Wow. Level 5. Was? 2 Sterne? Und das nur, weil sie ein bisschen in der Stadt hier gespielt hat. Ohnmächtig werden? What? Was habe ich denn jetzt verpasst? Warum werden hier alle ohnmächtig? Gehen wir mal nach Hause. Wegen Verwandlung in einen Werwolf. Ach so, oh. Aber suddenly ist sie einfach eine Berühmtheit. An der Stelle würde ich dann aber auch den Part beenden. Ich denke, dass wir ganz gut was erreicht haben, so. Und ich denke, wir werden im nächsten Part heiraten. Und vielleicht machen wir einfach so eine Gartenhochzeit oder so. Weil ich meine, wir haben jetzt ja nicht so viele Freunde und so, die wir dann einladen. Und dann wird das halt so eine eher kleinere Sache. Aber ist halt auch süß. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich bin sehr gespannt, wie das auch mit unserer kleinen Maus hier weitergeht. Und überhaupt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.